richtig macht. Und es ist wichtig, etwas zu tun, denn der Klimawandel, der muss zumindest gebremst werden. Ob er gestoppt werden kann, ist noch ein ganz anderes Thema. Aber die Auswirkungen, die kann man spüren im hohen Norden, in Kanada beispielsweise. Herr Pfaff, herzlich willkommen. Sie sind Fotojournalist und ein ausgewiesener Kanada-Experte. Und Sie können aus Ihrer Erfahrung heraus natürlich das eine oder andere zum Thema Klimawandel sagen, weil Sie das eben bildlich auch festhalten. Seit über 25 Jahren sind Sie von Kaufungen aus nach Kanada unterwegs und verfolgen alles. Sieht man den Klimawandel denn? Auf jeden Fall. Der hat schon längst stattgefunden. Der hat schon in der Hinsicht stattgefunden, dass die berühmte Nordwestpassage, die jahrelang ja gesucht wurde als eisfreie Verbindung nach Ostasien, die ist jetzt schon frei. Im Sommer natürlich. Ja, im Winter ist das ganz sicher nicht der Fall, denn da ist es natürlich jetzt auch schon ziemlich kalt. Ich weiß nicht, können Sie sagen, wie... Minus 20 Grad sind es im Moment. Ich habe mich gerade noch mal im Internet schlau gemacht. Dort, wo wir in diesem Sommer unterwegs waren, ist es jetzt richtig kalt. Aber wir hatten auch im Sommer so um die 0 Grad dort. Im Eismeer, im kanadischen Eismeer natürlich, wo wir mit einem Expeditionsschiff durch die Nordwestpassage gefahren sind. Ich habe eben gesagt, seit über 25 Jahren sind Sie in Kanada als Fotojournalist aktiv. Mit welchem Auftrag machen Sie das denn? Ja, wir produzieren Werbepräsentationen im Auftrag der kanadischen Regierung, um in Deutschland und Europa das Land Kanada attraktiv für speziell die Touristen zu machen. Und früher waren wir in den südlichen Breiten von Kanada unterwegs. Und durch den Klimawandel ändert sich auch der Fokus der Besucher. Und die Touristen soll ich jetzt mit meinem Augenzeugen berichten, sozusagen in den hohen Norden locken. Nicht locken in dem Sinne, sondern soll einfach mal die Möglichkeiten aufzeigen, was der Klimawandel jetzt offenbart, sodass man dort oben während der Sommermonate richtig gut und toll unterwegs sein kann. Wie das aussieht, das wollen wir uns noch mal ansehen. Sie haben ein paar der Fotos mitgebracht und vielleicht können Sie das ein oder andere dazu mal erklären. Hier sieht man Schiff und Wasser mit Eisschollen. Ja, das ist die berühmte Nordwestpassage, wo 1906 Roald Amundsen 3 Jahre für gebraucht hat. Er hat sich einfrieren lassen, im Sommer sogar in das dicke Packeis. Jetzt seit wenigen Jahren, Arvid Fuchs hing auch im Packeis fest, der berühmte Abenteurer. Jetzt kommt man im Sommer durch Eisschollen natürlich bequem hindurch. Ist das noch gefährlich, die Nordwestpassage? Es ist noch gefährlich, weil das Ganze ist ja natürlich von der Navigation immer noch ein Problem. Es gibt noch keine genauen Seekarten. Wir waren unter anderem auf einem russischen Schiff unterwegs und ich merkte schon, dass der Kapitän mit seinem Steuermann mit großen Ferngläsern bewaffnet war und sie schauten immer, wenn wir durch dicke Eisschollen hindurchfuhren, dass es doch dann... Es kribbelte auf der Brücke und da war mucksmäuschenstill, keiner sprach ein Wort und man hörte nur noch die Maschinen. Aber es geht, es sind auch touristische Aktivitäten dort und da schauen wir die nächsten Fotos an. Hier sieht man Menschen auf Eisschollen, das ist auch eben dort. Gell? Das ist direkt im Lancaster Sound, das ist der Eingang zur Nordwestpassage, ein Höhepunkt natürlich einer solchen Eisexpedition. Dann wird man ausgeschifft mit einem Raft, also mit so einem Gummiboot und wird dann abgesetzt auf einer Eisscholle. Oder wie hier, meine Frau paddelt im Kajak durch das Eismeer. Früher undenkbar, heute ein ganz besonderes Erlebnis. Was jeder nachvollziehen kann, unter anderem. Ja. So bricht das Eis auf. Das sind Fotos vom Juni. Wir waren im Juni mit einer Expedition mit 8 Leuten aus der ganzen Welt zusammen und sind Richtung magnetischen Nordpol unterwegs gewesen. Da war natürlich das Eis noch so dick, wie es jetzt ist. Die Fotos, die wir eben gesehen haben, waren vom August. Wenn wir über Chancen eben schon ganz kurz gesprochen haben, das werden wir gleich noch vielleicht einen Tick vertiefen, dann gibt es natürlich das Drama des Klimawandels, was eine ganz besondere Tierart angeht, nämlich die Eisbären. Ja, da liegt es mir natürlich ganz besonders am Herzen. Das ist ein Problem, was jeder natürlich schon durch Funk und Fernsehen mitbekommen hat, aber die Eisbären dort oben werden natürlich entsprechend ihrer Nahrungssuche jetzt auf große Probleme stoßen, indem sie nicht mehr auf dem Packeis unterwegs sein können im Sommer, um an die Löcher der Robben zu kommen, die dort Luft holen. Dort ist die Hauptnahrungsquelle der Eisbären. Kein Packeis, genau. Keine Möglichkeit. Es tut sich aber was. Vor 2 Jahren ist zum Beispiel ein Eisbär auf dem berühmten Dempster Highway gesichtet worden, Amerikas einzigster Landverbindung zum Eismeer. Die kommen tiefer. Und im letzten Jahr haben wir von Inuit gehört, also von den Eingeborenen des Nordens, dass dort ein Eisbärin mit 2 Jungen gesichtet wurde, die total abgemagert waren. Also die Wand